Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen zu Part Nummer 3 von Hitman 2, die dreiköpfige Schlange. Good morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the malicious strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Ich glaube, es gibt sogar eine Möglichkeit, alle drei an einem Ort zu versammeln, was fast nie vorkommt, heißt es, glaube ich, sogar. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand in der Stadt oder so sagt. So, wir haben hier ein paar Sachen vor uns. Als erstes möchte ich Heiliger Boden gerne machen, weil ich das sehr lustig finde. Ansonsten habe ich leider keine Ahnung, was welche Mission wie kann. Aber ich hätte ganz gerne das hier. Das würde ich gerne machen. Und ich möchte gerne einen Safe State machen, weil man das auch machen kann. Wobei, eigentlich kann ich das beides sogar zeigen, oder? Ja, ich zeig beides. Dann habe ich es fertig. Dann machen wir das. Es dauert ein bisschen länger, keine Sorge. Ich gebe... Moment. Achso, die Hawk. Genau. Die Hawk 21 MK2. Ich glaube, ich habe den Namen letztes Mal falsch ausgesprochen. Das tut mir leid. So, Lockpick ist da. Mein Fisch würde ich gerne noch mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man den mal braucht. Und ich habe den versteckbaren Schlagstock noch nicht. So, dann sind wir heute mal Cowboy Dodo. Für den Fall, dass das jemand kennt. Dorfbaustelle als Agentur-Pickup. Für nehmen wir unseren Türsprengsatz. Wir können sowieso nicht sehr viele Sachen mit uns mitführen. So, Einsatzziel ist klar. Story-Mission verfolgen, Heiliger Boden. Let's go. Ich weiß auch nicht, wo das Agentur-Pickup ist. Das sind Sachen, die kann ich leider nicht beantworten. Ich kenne sowieso allgemein sehr viel von dem Spiel noch nicht. Ich freue mich auch schon so sehr. Ich werde auch wahrscheinlich später anfangen, Challenge-Videos zu machen, wenn ich die alle ein paar Mal gemacht habe, so die Level halt ein bisschen besser kenne. Dann werde ich mir ein paar vernünftige Wege raussuchen. Also überlegen, ausdenken, rausfinden. Dann gibt es Challenge-Videos. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers,
armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. So. Ich würde mir ganz gerne als erstes mal was snacken. Und zwar würde ich dich hier gerne kurz aufschließen. Mich sieht dafür auch keiner. Und hier vorne liegt eine tödliche Giftmenge. Die werden wir uns gleich mal mitnehmen. So, als nächstes möchte ich nach da hinten. Die erzählen nämlich über geheiligten Boden. Und zwar ist das eine Baustelle, die ist betroffen. Und die müssen wir etwas, naja, verbessern. Nennen wir es verbessern. Wir werden Sicherheitslücken aufdecken und die werden hoffentlich geschlossen. Ich muss mal kurz mein Mikrofon umstellen. Sorry. So, Andrea Martinez wants the local shaman to do a spirit cleanse at the construction site. She's ordered her Sicarios to summon him, against his will if necessary. I suggest you get involved, 47. After all, getting rid of bad influences is what you do best. Warte mal, mir fällt gerade auf, wir haben hier nur 6 Story-Missionen, oder? Nee. Wir haben noch eine mehr, das U-Boot, stimmt. So, der Schaman ist hier. Und der ist umzingelt von ein paar Leuten. Das ist natürlich etwas ungünstig. Aber prinzipiell halt kein Problem. So, wir können nämlich das hier machen. Das war dumm, aber es ist nicht so schlimm. Eigentlich sollten die alle nicht aufwachen. Die sind eigentlich alle in der Traumwelt so richtig fett. Oh, drauf, Mann. Ja, ich werde die jetzt mal kurz irgendwie entsorgen. Na, ist natürlich schon wieder doof gelaufen. Schaman, Notizen zu Pflanzen. Hier sind schon mal 2 Objekte drin. 2 Sachen, die man verstecken kann drin. Das heißt also, sie kommt da rein. Es gibt alles Punkte. Ich muss ein bisschen aufräumen, okay? Ja, ist jetzt doof gelaufen. Es sollte sowieso nicht unbedingt Silent Assassin werden. Habe ich ja gesagt. Es ist. Silent Assassin ist so nice to have bei mir jetzt aktuell. Aber nicht unbedingt notwendig. Wenn ich es für die Challenge mache, ist es was anderes. Da achte ich halt besonders drauf. Aber so prinzipiell ist es relativ egal. So, kann man dich hier auch noch irgendwo verstecken? Oder kann ich dich hier einfach nur hinziehen? Einfach nur hinziehen, wie mir scheint. Ah nein, hier ist sogar eine... Optimal! Schön, alle beseitigt. Keine Probleme weiter. Da war übrigens ein Frosch. Die kann man sogar sammeln, das ist auch eine Challenge, das mache ich jetzt aber nicht. So, wir sind jetzt eher, also sprechen Sie mit Andrea Martinez. Martinez, Entschuldigung, Betonung auf dem I. Hier kann man sogar im Dschungel Pflanzen sammeln, giftige, die Übelkeit verursachen und welche, die sogar tödlich sind. Wird einem übrigens auch immer angezeigt, also ziemlich gut eigentlich. Wenn man, kann ich bitte rüber, danke. Ziemlich gut eigentlich, wenn man sowas machen will. Also von daher, geil. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Brauchen wir auch nicht. Ist aber ziemlich cool, weil man muss nicht unbedingt hier gerade üben gegenüber hier die Medikostation knacken und Gefahr laufen, entdeckt zu werden, sondern man kann halt einfach im Dschungel und Pflanzen sammeln und die dann benutzen. Die funktionieren exakt genauso wie dieses tödliche Gift, was wir dabei haben. Hey, well, me. Well. The famous shaman decides to show up after all.
I'm pleased to finally put a face to the myth. I was beginning to think you didn't exist. What with your not replying to any of my inquiries? I've been looking forward to meeting you, Miss Martinez. All right. I need you to get over to the construction site on the outskirts of the village. The workers there uncovered a pile of old bones and they've taken the opportunity to grab some undeserved recreational time. I need you to go over there as soon as possible and wave your magic wand or do an interpretive dance or whatever it is you do. I can do that. You can walk with me if you don't know the way. Otherwise, I'll see you there. Just don't take too long. I'm an important person. I have many things to do. Ich frage mich, ob sie was zu sagen hat. Very well. Ich weiß, wo es ist, aber ich frage mich, ob sie was zu sagen hat. I haven't been to the construction site in some time, actually. It'll be good to get to see the new equipment. It was certainly expensive. Do you know how hard it is to transport a cutting-edge brand-new cement mixer and pourer around in the jungle? Very. I can only imagine, Miss Martinez. Noch mehr Gespräche oder darf ich einfach hinlaufen? Ich warte mal noch ein bisschen, ansonsten laufe ich vor. How they had 15 guys in lockup in Mala, and yet all of them worked 2 hours after being locked in. Okay. Ich renn mal vor. Quite the party last night, huh? Whatever. See. Ja, wenn man einfach vorläuft, sagt sie auch einfach, ja, okay. So, we meet at the construction site, bla bla. So, wir dürfen damit auch rein mit dem Kostüm. Sind ganz normal freigestellt davon. Taita! Sup, yo? My father told me of the purification ritual of the foreman and that's the Taita! Und wir müssen mit dem Vorarbeiter reden. Der Schaman ist hier für das cleansing ritual. Taita! So good to finally have you here. You have been sorely missed. Ich werde mal, bevor ich irgendwas versehentlich verkacke, ein bisschen speichern. Happy to be here. So, here's the problem. We're digging some holes for the foundation, and we come across these, well, bones, I guess. Turns out they're human, and the workers seem to think they're part of some old grave. Sounds likely. Yeah. So now, they're on strike. Won't work until the site is cleansed. But this is where you come in, you know? You think you can help us out? I'll do my best. Excelente. Thank you so much. Muchísimas gracias. Was auch immer er gerade gesagt hat, das war irgendein Spanischgebrabbel. Das wird gleich sehr lustig. Das wird gleich sehr, sehr lustig. Ach ja. So, weil hier ist nämlich auch der Kran und da können wir es dann runterfallen lassen. All right, Taita. The stage is all yours. Hey. Cleanse away. Dann ritualisieren wir mal. Is it done? The site is clean now. So, speichern wir nochmal, weil ich den ganzen Abend nicht nochmal machen möchte. So, und wir haben unsere schöne Pistole. Wir müssen nur kurz warten, sie läuft nämlich gleich nach vorne. Bleibt dann stehen. Ach, warte mal, wir wollen. Ich speichere mal hier nochmal. Sie läuft zwar gleich nach vorne, aber ich möchte ja noch eine andere Challenge machen. Die mit dem Zement. Und um das zu machen, müssen wir nämlich aufpassen. Weil wir den dazu einschalten müssen, während sie davor steht. Das klingt erstmal einfacher, als es ist. Nicely done. Looks like the foreman is going to tour the site and show some of the machinery to Andrea Martinez. This might be your chance, 47. I am eager to get this site back on track. Okay. I just know what is at hey, stake. Hey, you break it, you buy it. I'm very much aware. I will drive them in hard to get things done in time. Isn't someone else supposed to be doing this? Wenn er sich umdreht. I understand. Taita, muchas
Jetzt. Ist gerade out of sight. Und tschüss. Martinez ist down. Good work. Reingestoßen und komplett zementiert. Ich glaube, die wird nicht mehr aufstehen. So, das war Nummer 1. Jetzt machen wir den ich ursprünglich machen wollte. Ach, naja. Machen wir Nummer 2, der ist besser. Klonk, bumm. So, jetzt bleibt sie da stehen. Martinez ist down. So, damit ist sie Geschichte. So, untergetaucht könnten wir machen. Wir könnten Backpacker machen. So, die Mission ist nicht mehr verfügbar. Er ist schon getötet. Alles gut. So, steinernes Herz. Fangen wir damit mal an. So, das ist da hinten, 230 Meter entfernt. Ja, wie gesagt, die Karte ist echt sehr groß, ne? So, das mal mit. Ist noch ein nice to have. Some fun. Ich nehme noch mit. Bohrmaschinen, warum nicht? Alles andere ist useless. So. So wunderbar, ich habe meinen eigenen Fanclub. Die folgen mir jetzt wirklich, oder? Das wäre so lustig. Ich habe Fanclub. Ja, ich bin mal berühmt. Cool. Leute, scheiß auf YouTube-Abonnenten. Ich werde jetzt nach Santa Fortuna gehen und mir eine Socke auf den Kopf aufziehen. Voll geil, Mann. Damit wird man richtig fame. So. Dann erledigen wir mal die zweite Herausforderung noch. Zweite Story-Mission. Ich weiß nicht, was ich als letztes machen soll. Untergetaucht, was anscheinend mit dem U-Boot zu tun hat. Oder das andere. Ich hoffe, ich kann überhaupt noch eins von denen machen. Hier ist sie zum Beispiel ist übrigens auch eine Giftpflanze. Eine Brechmittel-Giftpflanze. Und die anderen sehen genauso aus, die sind aber grün-gelblich. So. So, the ever-classy Rico Delgado has commissioned a statue of himself to adorn the village square. Today's unveiling ceremony will feature a local band and Rico Delgado will attend in person. I suggest you take a closer look, 47. This should be a unique opportunity to engage Delgado outside the walls of his compound. Sabotieren Sie Delgado Statue. Achso, die ist davon. Ey, warte mal, ich kann Aprikose mitnehmen, danke. Ich muss zum Glück ja nichts bezahlen. Warte mal, die Olle kennt mich? Wieso das denn? Ja, einfach nicht nachfragen. Das ist Backpacker hier oben. Ich erkenne den Typen wieder. Komm ich da hin? Ach, hier drüber. Easy. Darf ich überhaupt lang? Ich darf hier nicht lang. Oh, nee, das ist ja noch viel weiter vorne. Als der Kill von gerade eben. Shit, der speichert zu langsam. Ja, das ist noch viel weiter vorne als der Kill von gerade eben. Das ist nicht so gut. Hm. Wie komme ich da rein? Muss die beiden ablenken. Martinez ist down. Good work. Ja, ich habe zum Glück direkt beim Kill gespeichert. Alles klar, ich hab direkt beim Kill gespielt. Wie ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber alles okay. Ich liebe diese Bild-in-Bild-Funktion, by the way. Wir könnten uns mal eine andere Verkleidung besorgen. Story-Mission verpasst? Ich habe sie erfüllt. Das ist ein Unterschied. Ich will mal kurz was wissen. Hier vorne liegt eine Leiche. Und ja, es ist der Typ, der am Anfang erschossen wird. Wie
cool. Es ist der Typ, der einfach am Anfang erschossen wird. Er wird einfach den Fluss runtergespült und landet dann hier. Das ist ja so cool. Also ich kann jetzt, als Wache kann ich ja meine Waffe nachladen. Als Wache meine Waffe. So, sabotieren Sie Delgados Statue. Darf ich dort als Wache... Oh, schade, ich darf es nicht mitnehmen. Darf ich dort als Wache... Ich habe die Getränkedose nicht mit, deswegen muss ich jetzt die Frucht holen. Da muss ich aufpassen, die erkennen mich. Ist nicht gut. Ich hätte mal ganz gerne Wurfobjekte dabei. Ich muss dann immer im Level selber welche finden. Warte mal, du hast eine Dose, ne? Oder? Cooler Typ, danke für deine Dose. Entferne mal deinen Müll, ich bin der Müllmann heute. Ich bin heute ihr persönlicher Müllmann. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Was kann ich eigentlich hier machen? Kann ich da untertauchen oder was? Ja, easy. Gut geraten. So, die beiden erkennen mich nicht. Ich bin nicht mal... Ich stand hier vorne! Ich stand hier vorne! Ich bin nicht mal reingegangen! Chill halt. Ich muss die beiden irgendwie ablenken, aber wie? Ein Ziegel. Münze, ich weiß, sie sind Gräber. Eigentlich müsste ich die Toten ehren, aber ja, heute mal nicht. Noch eine Münze mit einem Goldschädel. Mach Cerveza. Para la cabeza. Ich nehme mal kurz meinen Nice to have Fisch. So, der wird nicht gesehen. Du wirst auch nicht mehr gesehen. Kriegst du dich? Nein. Kann ich dich hier entsorgen? Perfekt. Dann wird er auch nicht mehr gesehen. Sehr optimal. Er ist nicht tot, also alles cool. Wir zumindest nicht unnötig Leute töten. Das sollte ja zumindest drin sein. So, speichern. Weil ist immer ganz gut. So, wir sollen seine Statue sabotieren. Nur drei Todosier. Schraubenschlüsselfee. Ah. Da ist einer auf der Baustelle. Ich habe schon gesehen. Sollte also machbar sein, den zu holen. Oh, noch eine Getränkdose. Oder kriege ich noch woanders? Also ich habe auf der Baustelle gerade, glaube ich, einen gesehen. Relativ sicher. Das ist übrigens Tätowierer. Auf jeden Fall, dass ihn jemand nicht gekannt hat vorher. Okay, dann gehen wir mal auf die Baustelle. Ich liebe diesen Fisch. Die Leute zu Fisch slappen ist so geil. Es macht voll Spaß. Da hat man... ein Forcer. Da hat man richtig Spaß bei. Fisch slappen. Hier ist zum Beispiel ein tödliches Ding. Das ist halt so grün-gelblich. Die noch so violett mit drin haben, die sind nur Brechmittel. So gut, dann nehmen wir halt den Geheimweg auf die... auf die Baustelle, weil wir ansonsten gesehen werden. Ich jetzt relativ keinen Bock drauf habe. Der ist mit einem... Das ist eine Schaufel, ja. Der ist mit einem Seil festgebunden. Wenn wir das losschießen, dann löst sich das Ganze. Es fährt ganz entspannt nach hier vorne, rastet ein und wir haben eine kleine Brücke, über die wir jetzt ganz entspannt rübergehen können. Und hier reinklettern. So, denselben Weg nehmen wir auch wieder nach draußen, aber als Wache dürfen wir hier eh drin sein, von daher alles cool. So, hier haben wir einen Schraubenschlüssel. Perfekt. Und das war's auch schon. Genau das, was ich wollte. Ich wusste doch, ich habe irgendwo einen mit meinem Instinkt gesehen. So, dann, ja, falls ihr es noch nicht wusstet, gehen wir mal zur Statue und sabotieren die. Mann, ey.
Es gibt sogar übrigens, das, ich mag Santa Fortuna sogar sehr, sehr gerne. Es gibt hier eine Challenge, wo man, also die Leute hier überall haben ja Probleme. Zum Beispiel halt die Baustelle, dass sie halt von Geistern jetzt befallen ist, weil die da ein Grab kaputt gemacht haben. Oder das U-Boot, das ist kaputt. Mehr weiß ich aber über das U-Boot auch nicht, also keine Sorge. Und halt noch viel mehr. Und es gibt eine Challenge, wo man allen Leuten in Santa Fortuna helfen muss. Ich finde das so cool. So, ich glaube, die Schrauben sind etwas lose. Achso, wenn er jetzt dran zieht. Okay. Finden Sie die vier vermissten Mitglieder der Band. Okay, wir haben nichts. Ach Gott, Fliege. Die vier vermissten Mitglieder der Band. Soll ich ihn nicht finden? Puh. Das wird schwieriger, als ich dachte. So, hier reinzukommen ist übrigens sehr einfach. Wo soll ich denn die finden? Oje. Guck mal, hier unten ist unser Dings drinne. Kann man sogar einfach reingehen. Cool. Da ist es. So, Türsprengsatz nehmen wir mit. Aktenkoffer lasse ich da erstmal stehen. Also, Militärkoffer ist es ja an der Stelle. Zum Bandmitglied? Nee. Wie soll ich denn die finden? Oh, hier wäre zum Beispiel auch ein Schraubenschlüssel. Sorry, Hippie, but I'm in the middle of something and you need to leave. Blink, blink. Oh, hier ist einer. Der sieht so aus, als wäre ein Mariachi. Der hat ein bisschen viel gesoffen anscheinend. I guess all of it. Oh, hey, thanks for waking me up, compadre. No problem, compadre. You should come to the unveiling. It's going to be quite the show. Viva la música and all that. Good luck. Ah, oh, wie viel habe ich getrunken? So wie es aussieht, alles. Geil. Super. Okay, hey, wir haben den ersten gefunden und ich kenne die Mission nicht mal. Super. Das lief besser als erwartet. Ich cutte die Videos auch nicht, das hat einfach den Grund, ich möchte gerne halt die volle Erfahrung mit euch teilen, wie ich halt alles erlebe. Das war, glaube ich, die Tätowierer-Herausforderung da. Nee, das hier ist die Tätowierer-Herausforderung. Das Wasser ist übrigens relativ gefährlich, da sind Piranhas drin. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, wir haben jetzt haben wir genug Dr. Pop. Finden Sie drei vermissten Bandmitglieder? Ich denke mal, dass die alle in der Stadt hier sind. Also mich würde es wundern, wenn halt nicht. Also. Ah, hey, die werden jetzt angezeigt. Sehr schön. Oh, vielen, vielen Dank. Gracias, gracias, my friend. Hier drin ist einer. Ich glaube, das heißt wieder Fishtime. Also würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube auch an dem Fisch ist jetzt auf jeden Fall nichts Seltsames. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich finde, das ist eigentlich völlig normal, dass hier ein Fisch ist. Moment, warte mal, er hat keinen Schlüssel fallen lassen? Doch, hat er, wusste ich doch. Hätte mich jetzt gewundert, wenn nicht. So, weil, und das ist das Schöne, mit jedem Schlüssel, den man hat, kann man ganz normal... Hier ist ein Messer in der Wand, okay, alles klar. Ey, die haben die Typen nicht gesehen, sehr schön.
hier ist er. T zum Verkleiden als Band. Der ist tot, oder? Ich glaube, der ist ein bisschen tot. Wir müssen also wirklich selbst Hand anlegen, sozusagen. Das ist ungünstig. Das ist ja relativ ungünstig, dass wir selber Drummer sein. Na ja, gut. Agent 47 kann das zumindest ja, also von daher. Hey, hier ist einer. Wollt's ihm eigentlich an die Füße werfen? Nein, hier. Okay, machen wir neu, ist nicht so schlimm. Ich weiß, ja, der Part wird sehr lang und so weiter und so fort, aber... wie gesagt, ich lasse es drin. Ihr sollt daraus lernen, ihr sollt wissen, was ihr nicht machen könnt, solltet. Und ich möchte es mit euch zusammen. Ich habe das im Stream so geliebt, mit den Leuten zusammen Sachen zu erkunden und rauszufinden. Ich fand das so super. Also ich muss jetzt nur aufpassen, dass der Typ mich nicht gleich sieht. Jetzt werde ich einfach mal den hier ausschalten. Der geht jetzt dahin. So, ja. Haben wir schon gemacht. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Er sieht uns auch nicht. Immer wieder schön. So, wie kriegen wir den Typen da jetzt wahr? Ach hier, man kann ihn... Okay. Sleep? Did the Martinez lady unveil his statue yet? I didn't see anything. Oh, damn it. Gotta go check the stage. Maybe the others are still there. Thanks, compadre. Oh, wow, man. So, drei. Wir sind der Drummer, dürfen wir nicht vergessen. Schade, dass er tot ist. Ich hätte ganz gerne die Band einfach so spielen gehört. Oh nein, der erkennt mich. Aber wo ist der? Hier ist er. Der hat eigentlich gar keinen Bock aufzustehen. Wir müssen den Generator einschalten, dass er aufsteht. Ay, Dios mio. Ay, my head. What a party. Looks like it. Holy shit! You shaved your head? Amigo, you do the craziest things. It was time for a change. Der hat doch keine Haare. Did you catch Raul? He talked about trying to take the midnight bus. That crazy fool didn't have any money. He must be by the cliffside. Guck mal, der hätte uns jetzt eine Info gegeben, wo die sind. Auch interessant. So, dann drummen wir mal die Jams und session die Honey Sugar. Keine Ahnung, Wörter halt. Okay. Oh shit, you shaved your head. Der Typ hat doch selber keine Haare. Warum schockiert ihn so, dass man eine Glatze hat? Der Tight da. Das hat doch schon längst nichts mehr damit zu tun.
Aber coole Mission, Leute, coole Mission. Also ich glaube, den anspruchsvollsten Job hat immer noch der Pianist da drüben. Traurig, aber wahr. So, da ist Rico Delgado, der jetzt auf dem Weg zu uns ist. Ich glaube, das U-Boot ist eventuell was für den Letzten, für den Drogenjunkie. Ich hoffe es ehrlich gesagt sogar. Es wäre ein sehr interessanter Kill, wahrscheinlich. Ich will ja mal kurz gucken, Story-Mission. Backpacker oder halt hier dieses Untergetaucht. Ich glaube, dass Untergetaucht richtig ist. Ich würde mich sehr freuen drüber, ehrlich gesagt. Und ja, Leute, erwartet keine kurzen Parts von diesem Spiel. Es wird relativ lang dauern. Weil ich halt Story-Missionen mache und die dauern wirklich sehr lange. Außer man weiß halt, wie sie gehen. Aber ich weiß nicht, wie sie gehen. Das ist ungünstig, meine Damen und Herren. Das ist ungünstig. So, da kommt der Rico Delgado. Ja, warum ich es übrigens schade finde, dass man die Band selber als Mitglied ist. Ich könnte mich jetzt irgendwo hinstellen und ihm richtig schön snipen. Was ich sehr, sehr cool finde. Ich finde es auch lustig, dass wir als Einziger ein rotes Tuch haben. Poetic Justice coming up. Where did Andrea get to? No reason to wait around for her. My adoring fans await. Ach komm, ich setz mich wieder hin. My dear, wonderful, grateful people of San. So, bevor jetzt irgendwas passiert. Wir machen es danach. It brings warmth to my. Okay, gut. Decades, we have struggled against the oppressive forces of the outside world. For years, the Delgado cartel has been a bulwark against those who seek to do harm to you all. Well, today, we celebrate this struggle. Victories we have earned. Today, I grant you this symbol of freedom and rebellion. May it forever light your days and nights with hope of greatness and serve as something to aspire to. All of you can become as me one day. Drumroll, please. I said, drumroll, please. Drumroll, damn it. Teufel, verdammt. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Ich mache jetzt das, was alle anderen auch machen würden. So, Story-Mission. Okay, Backpacker ist verfügbar und das wäre also interessant. Untergetaucht wäre eine Mission für Rico Delgado gewesen. Aber wie gesagt, es gibt für jeden zwei Missionen. Hier ist nämlich die zweite von ihm. Und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant. So, Backpacker fehlt uns jetzt noch. It's me. I'm in the square now. Wir müssen jetzt kurz ein bisschen warten. Können wir dich lose machen? Nein, wir könnten dich nur abschießen, okay. Geh mal kurz hier rein. Darf ich ja nicht hin, aber. Drogenschmuggel-Memo. Been like smuggling this cocaine souvenir around the world, right? I need to get it to this dude, Franco. But man, it broke. It's supposed to be
in one piece when I deliver it over by some cave entrance behind the pharmacy, but it broke. Bummer, man. So, a drug dealer from Sapienza has been testing a new method for smuggling Delgado brand cocaine into Europe, baking the substance into souvenirs, coated in a special anti-drug detection paint solution. The dealer has been traveling the globe, testing the method. However, he accidentally broke the souvenir on arrival and needs to mend it before going to see Franco. Maybe just glue it together? I don't know. I think it's gonna ruin the taste test. This Franco guy is like a bloodhound, but, you know, with taste. Kleber zum Reparieren fehlt. Vergiften Sie zerbrochene Souvenir? Naja, giftige Blume, let's go. Ja, komm, ich will den Tablettenbehälter benutzen, einfach weil, naja, warum nicht? Finden Sie etwas Klebstoff. Der ist relativ weit weg, merke ich gerade. Darf ich hier durch? Perfekt. Klebstoff haben wir also im Startladen, in der Tankstelle. Ey, wer hätte es gedacht? And how may I help you today, Senor? I'd like to buy some glue, please. No, I'm afraid we just ran out of that item, Senor. I sold the last bottle to the mechanic next door. Dann müssen wir den Mechaniker wohl etwas davon überzeugen, dass er uns die ein bisschen abschenken tut. Do you sell glue? A la puta. Der hat nicht auf meine Ansprache gerade reagiert. Und der hat mich gerade Schlampe genannt. Kann ich ihn irgendwo entsorgen? Ja. As soon as I'm done here and she's ready to hit the road, the money will be rolling in. I just need to find a chauffeur who's... Me. It's just one of those days. Hola. ¿Qué tal? Ganz gut. Off. Finally. Yes. Problem ist, sie ist im Weg. Sie muss weg. This is a smart investment. You know how I know that? I have the only rickshaw in town. And when backpackers see a rickshaw, they have to ride it. It's in their code or something. Oye, ahora me acuerdo. I was the one who told you to sell this place the day you inherited. If you had listened to me, you wouldn't have to come up with all these half-baked schemes. Ich kann sie ja nicht auch noch K.O. schlagen. Wobei es keiner sehen würde. Die beiden hier sind die einzigen, die gerade ein bisschen anwesend sind. Perfekt, perfekt, perfekt. Die Snitch ist weg. I just love to clean up other people's mess. Und RIP. So, erstmal den Typen entsorgen. So, und ich hätte gerne den Klebstoff. So, jetzt reparieren wir mal das Souvenir. Ich finde das Spiel auch so geil, dass es echt Parallelen zu Hitman 1 zieht. Ich habe mir mal, also ich habe die nächtlichen Besuch habe ich jetzt schon fast vollständig fertig. Das letzte, was fehlt, ist eine Challenge, die über mehrere Level geht. Also, aber alles, was kleiden Sie sich als Zippy. Perfekt. Nicht so perfekt, der ist da unten, oh Gott.
komme ich jetzt an den ran? Ich folge ihm jetzt mal ein bisschen. Habe ich tödlich? Ich habe nichts, womit man sich übergeben kann. Sehr gut. Eins. Er stört jetzt. Ich könnte ihn zwar K.O. schlagen hier, aber es bringt mir ja nicht sehr viel. Oben wäre es mir am liebsten, aber der ist ja nicht mehr oben. Oh nein, ich muss gleich barfuß rumlaufen. Oh, Kacke. Gehst du jetzt wieder nach oben? Oh, du bist ein Schatz. Ein Schatz bist du. Dann nehme ich doch glatt eine Münze raus für dich. You go and see what's going on. I'm on it. Er hat's gesehen. Kein Problem. Er hat's gesehen. Er wird's nicht mehr lange sehen. Ich muss sagen, das war gerade perfekt. Vom Teil. Es war perfekt einfach nur. Außer, dass er mich gesehen hat, aber es war perfekt. Vorne raus, hinten rein und flupp. Da kommt der Fisch. Ich liebe diesen Fisch, der ist super. So, und zur Schmuggerhöhle. Und ich bin jetzt barfuß unterwegs. Oh, das ist so ekelhaft. Und das tut hier vor allen Dingen sehr weh. Asphaltstraße geht ja immer noch, aber alles andere ist halt ätzend. Bring it home, Daddy-O. I'm gonna have to search you if you want to pass. You okay with that? Ja, gleich. Vorher muss ich... Was war mein Haus? Das hier, ne? Ja. So, hier drin kann ich meine Items erstmal positionieren. Also, illegale Items sind verboten. Du bist verboten. Du bist verboten. Du bist verboten. Du bist verboten. Keine illegalen Items mehr. Ich nehme mal den Kokain, das Souvenir. Ist eh tödliches Gift, es interessiert mich nicht mehr. So, ja, Kamera hat sie gefilmt. Ich find's geil, dass sie nichts sagen. So, ja, wenn du durch willst, dann muss ich dich leider, erstmal durchsuchen. Gehst weg. Versteckst Items. So. Sehr seltsam. Aber es ist tödliches Gift, was ich jetzt dabei habe. Von daher ist es egal. Schön. Ich habe keine Code-Karte. Isn't this kind of work sort of breaking the hippie code? I do what it takes to get what I need. Ich wollte schon sagen, ich habe gar keine Codekarte, ich kriege auch gar keine. Ich habe das Folgen Sie der Wache vollkommen überlesen. Oh. Warte mal, die Schmugglerhöhle kenne ich doch. So I guess all that make love not worth thing has sort of lost its luster, huh? Peace and love isn't really my thing. Die Schmugglerhöhle kenne ich doch, oder? Ich glaube, hier gab es nämlich ein Secret, was ich mir schon mal geholt habe. Hey, Vagabundo! Ah, you're expected. Have a seat. Franco's on his way. Hier kann ich das Souvenir platzieren. Nice 147. And now for Franco to sample his handiwork.
Schere, ja, ey, was sie hier nicht alles machen. Es kommt mir vor wie weiße Weihnacht. Ey, guck mal, ein Brick. Da ist er ja. Ich setz mich mal hin. So, despite an annoying delay, it's finally here. Let's have a look. It got through customs without a problem, we hope. I had no issue. Bevor ich das jetzt weitermache, möchte ich gerne meinen Fisch ausrüsten, damit fühle ich mich sicherer. We're not sure whether this will pass the taste test, but that remains to be seen. Follow us, please. Through taste? Ich glaube, der wird nicht mehr sehr lange. Genau. All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Guards, over here. I need some assistance. So. Hier darf ich auch lang? Ich habe Zugang zum U-Boot? Ach was. Oh, Kokain. Aber hier unten sind alle Enforcer. Irgendwie sehr seltsam. Ich gehe mal hier. Ich kenne hier unten mich doch nicht so aus, wie ich jetzt erwartet hätte. Ach man, komme ich überall nicht lang. Oh, sehr ätzend. Ich hab hier für nichts. Öffnen Geheimtür? Oh. Unbefugte betreten wird gleich relativ unbefugt. Also noch mehr als ohnehin schon. Wenn er sich umdreht, ist er am A. Okay. Don't throw that at me. Habe ich gar nicht. Es gibt nicht mal bewusstloser Zeuge, muss ich mal kurz anmerken. Das auch nicht. Aber ey, er hat eine Nase voll genommen, also alles cool. Also das Gate Sailor. Ja gut, den schalte ich gleich wieder aus. Der macht nämlich Lärm, den möchte ich nicht haben. Ist auch nochmal ein Gate Sailor? Nee. Eismaschine. Ey, die kennt man. That is P Power. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist. Ach was. Achso, ich And reality TV star. So, das sollte die Tür geöffnet haben und jetzt ein bisschen für Ablenkung sorgen, nur für den Fall der Fälle. Ich nehme meinen Fisch noch mit. So, dann gehen wir jetzt außen rum und nehmen den Standard Exeter oder nee, wir nehmen mal den da. Na, da fehlt uns ein Schlüssel, schade. Hätten wir mit dem Motorrad entkommen können. Servus. Mit dem Motorboot entkommen. Ich darf... Cool, easy. Tschüss. Okay, das war cooler, als ich dachte. Aber die Kokain-Bricks sind ja geil. Nimm mal eine Nase voll. Okay, heiliger Boden. Mission abgeschlossen. Steinernes Herz. Mission abgeschlossen.
Zack, 25.000 Punkte. Hui. Ja, nicht mal ansatzweise für den Dschungel. Irgendeine Shashka. Mein Opferdolch, das ist übrigens Secret gewesen, um den freizuschalten. Sehr cooles Ding. Tablettenbrechmittel, Baustelle. Sehr schön. Unantastbar. Mission Status. Columbia Assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message. Encrypt and send. Source checks out. We can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just the company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that means. No one's untouchable. No one's untouchable. Diana! Coming! Ich weiß nicht, warum es da gerade weggeschnitten ist. Ich hatte übrigens in der Cutscene einen sehr unangebrachten Spruch über Burnwood, über verbranntes Holz gebracht. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Aber das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Three-Headed Serpent. Die nächste Mission wird kurz. Ich verspreche es euch. Die wird wirklich kurz. Ich denke 10, 15 Minuten vielleicht. Das müsste reichen. Dann sind wir mit Mumbai durch. Mumbai ist eine der Karten, die ich am wenigsten leiden kann, weil sie so extrem unübersichtlich ist. Und danach kommen wir zu meiner Lieblingsmap, Whittleton Creek. Geiles, geiles Ding. Aber das war's erstmal mit Santa Fortuna. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für die, falls ihr keine Funk verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis auf der Raccoons Day Play. Ciao. Und unten in der Beschreibung ist mein Twitch-Link. Guckt gerne auch meine First Reaction im Stream nach. Tschüssi.